Guten Abend, meine Filmfreaks. Ja, so schnell seht ihr mich wieder. Hier ist euer Elektroboy mit seinem Filmfazit zu Aquaman. Genau, den habe ich mir vorhin angeguckt. Ich war lange am Überlegen, ob ich nun zur Vorpremiere gehe. Und ich dachte mal, auch wenn ich Marvel Insider bin, Marvel Liebhaber, Marvel Leidenschaftler, kann man so sagen, gebe ich DC auch mal eine Chance. Und ja, jetzt kriege ich das Statement auf jeden Fall erstmal als Beweis, dass ich auch da war. Ich habe ja mit meinem Licht funktioniert das noch nicht so ganz, wie ich das vorstelle. Aber ich denke mal, ihr seht da das halbwegs. Da genau. Vorpremiere Aquaman, genau. Genau, ja, genau, war ich drin. Gut. Das Wichtigste vorneweg, ich weiß, es gibt ja mal Leute, denen will ich ja nicht den Spaß versterben. Also dieses Video ist nicht spoilerfrei. Also, ab jetzt wird die spoilert, genau. Es ist nicht extrem Spoilerung, aber trotzdem Spoiler oder Spoiler, egal was man sagt. Genau. Ja. Aber danach, das kommt erst später mit den Spoiler, auf jeden Fall erstmal den Gesamteindruck. Ganz genau. Also, der Gesamteindruck ist für mich das Wichtigste, für die Leute, die mich kennen oder die vielleicht mein YouTube-Channel verfolgen, ist halt der Film wichtig für mich, wie oft ich ihn ansehen kann, bevor mir langweilig wird. Ja, das ist das Fakt, so ist das bei der Kategorie, also der Film muss mich gut unterhalten. Es gibt viele Faktoren, die wichtig sind im Film, Handlung allgemein, Effekte, das jetzt schauspielerische Leistung und dieses ganze drumherum, Regie, Schnitt und alles, was dazu ist. Für mich ist aber auch wichtig, dass ich gut unterhalten werde. Und ich muss sagen, ich wurde fantastisch unterhalten. Es ist kein Origin-Film. Es ist keiner, wie wird er zu Aquaman? Er ist ja schon Aquaman. Aber trotzdem ist es halt. Ja, darum kann ich mir wirklich auch sagen, ich würde mir diesen Film auf jeden Fall nochmal im Kino anschauen. Ich wurde fantastisch unterhalten. Das ist das. Das ist das vorneweg. Das ist mein Grundsatz. Also ich hatte keiner. Der Film ging jetzt 143 Minuten. Ich war keine Sekunde langweilig. Ich habe so geheult, so ein bisschen. Ja, es gibt Überraschungseffekt, weil man denkt ja halt, wie gesagt, das Spoiler halt. Ich habe es euch gewarnt, ja. Also nicht hier Spoiler, nicht so. Ja, es ist alles halt Spoiler halt. Ja, genau. Man denkt, die Mutter stirbt und die Mutter ist halt nicht tot. Die sieht sie dann wieder und das war großes Wiedersehen, ja, genau. Aber das wollte ich ja mit spoilermäßig nicht so auf den Grund geben. Ja, wie gesagt, das ist halt effektemäßig hat DC sich echt zusammengerissen und richtig geil. Es war auch lange am Überlegen, wie sie es mit den Sprechen unter Wasser machen, aber mit Luftblasen, nein, das hat man so gelassen. Als ob man hier spricht, bloß halt mit Wasser drumherum. Du siehst keine Wasserbewegung vom Mund, das haben die weggelassen. Es gibt auch Gründe dafür, aber genau weiß ich das auch nicht. Ja, nur auf jeden Fall so ist es. Nee, fand die Effekte fantastisch. Story richtig geil. Und also das ist echt ein DC-Film, wo ich sagen muss, nach Wonder Woman, top. Ja? Der Film spielt zeitmäßig auf jeden Fall nach Justice League. Und es werden in dem Film keine Justice League, anderen mit Justice League-Mitglieder, kein Flash, kein Batman, kein Superman, ja, Superman ist ja wieder da, nicht auftreten. Also der Film steht alleine, denn Warner selber will sich erstmal von diesem DC Extended Universe erstmal verabschieden. Der nächste Film, der früher kommt, da lief auch der Trailer aus Shazam. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Der Trailer war mir zu humorvoll. Ich finde das bei Aquaman geil, ist dieses Ernste. Also das finde ich geil. Jason Momoa auch richtig geiler Schauspieler. Bei Justice League war ich ein bisschen, weil ich erst gedacht, na, er soll, weil er nun mal, ich bin nun mal einer, der sagt, comic-mäßig muss es schon dem Comic entsprechen. Aber er ist halt optisch mäßig kein Aquaman. Also Aquaman selber hat vom optischen her halt kurze blonde Haare, ja, und entspricht nicht halt diesen wilden Look. Ja, so er ist Sunny Boy. So den Sunny Boy kann man so sagen. Ja, ist Aquaman. Das entspricht schon. Warum war ich ein bisschen skeptisch? Aber jetzt muss ich sagen, ist geil gewählt. Also das ist doch dieses, will man Comics 1:1 so verfilmen? Will man das? Das hat man doch schon gesehen. Einer sagt, ja, ich will das, aber andere sagen, ja, aber es gab's doch schon mal. Ja, dann finde ich diesen Mix gut. Und das haben sich Utini drin. Das ist halt wieder mit Jason Momoa gewählt. Richtig geil. Aber mit den Tattoos richtig geil. So will ich mich auch tätowieren lassen. Ja, aber die Figur, die habe ich sowieso nicht. Aber das ist nicht. Nee, also das ist, also muss ich sagen, charaktermäßig. Das Geilste natürlich mit am Ende ist, wo er nachher den Dreizack kriegt. Ja, es geht ja an den Dreizack um Wiedervereinigung der Meere. Oh, oder der Königreiche. Er hat danach natürlich das gelb-grüne Outfit. So wie es Aquaman kennt aus den Comics. Und richtig geil. Das steht ihm auch total. Am Ende sieht man ihn auch nochmal und dann sagt er, ich bin Aquaman. Richtig geil gewählt. Also muss ich sagen, super. Also richtig geil. Also DC, da könnt ihr Daumen hoch von mir. Da könnt ihr euch noch einen zweiten Teil bringen. Storymäßig wird es schwierig. Wir lassen uns überraschen, ob da nun noch was kommt. So mäßig auf jeden Fall. Ja, weil
DC, Warner oder DC selber, ihr habt das gut gemacht. Ich bin echt super Leistung, geile Sache. Der Trailer fand ich schon total toll. Also ich bin sehr begeistert und kann diesen Film auch nur allen empfehlen. Also alle, die auf Superheldenfilm stehen, schaut ihn euch an. Top, wer ja, die Welt die gilt. Ja, das ist eigentlich so das Grobe und Ganze. Wie gesagt, storymäßig will ich nicht verraten. Mit dem Black Manta, den kenne ich nicht so. Vom Charakter auch geil gewählt. Gibt auf jeden Fall eine After-Credit-Szene. Also hier ist es halt kein Zweier, sondern nur eine. Also auf jeden Fall nach diesem normal, nach diesen Spezial-Credits, wo man immer noch ein paar Bilder sieht und sowas, kommt noch eine Szene. Genau. Und danach kommt nichts mehr. Ja. Also bei Marvel kommen ja noch zwei Szenen, eine nach den After-Credits. Nach den After-After-Credits-Szenen kommt noch was. Weil da DC kam nur eine. Und das für die Rettung fand ich ja reich. Fand ich auch gut, da geht es nochmal um Black Manta, dass er überlebt hat. Und genau. Nee, sonst auch Dolph Lundgren, schön besetzt. Cool besetzt als einer der Könige. Nee, fand ich gut. Charakter war richtig geil. Da kann ich echt nur sagen. YouTuber. Nee, und ich bin ja auch nur mal, ich bin, DC kenne ich ja nun mal nicht aus. Ich bin ja nun mal Marvel. Ich kenne ja nun mal nur einige. Was ich aber bei DC auch richtig geil finde, das ist jetzt mal nur mal am Rande. Jetzt noch mal zum Ende, bevor ich jetzt weiß, ist das halt so als kein Filmtipp für die Leute vielleicht, die sich ein bisschen besser beschäftigen möchten mit dem DC-Universum. Das ist auch für mich ganz gut, weil ich halt im Comic lesen komme ich auch nicht wirklich viel mehr. Und das ist das, was Marvel ein bisschen vernachlässigt. Es gibt ja nun mal Marvel-Animationsfilme. Genau. Das hat Marvel irgendwann eingestellt. Es gibt ja diese Nummer noch. Planet Hulk Story, Thor und alles. Doctor Strange, Avengers, Ultimate Avengers und sowas alles. Ja, und bei Warner oder DC, ich keine Ahnung, wie ich jetzt immer was nennen soll. Sagen wir mal, bleiben wir mal bei DC. Eigentlich läuft es ja unter Warner Animated, aber es ist halt immer DC. Ist halt, die machen das weiter. Die machen das weiter und das fand ich mega geil. Und dann bitte ich euch, bitte doch, Warner Animated, macht das weiter. Wie gesagt, der Akt, ja, also die bringen immer noch zeitmäßig Animationsfilme raus. Mit bestimmten Sachen und Batman in den 1920ern, genauso Gas bei Gaslight heißt das, glaube ich. Dark Knight bei Gaslight, genau. Dann bringen sie auch mal, haben sie Batman mal als Samurai rausgebracht. Ist zwar nicht so ganz mein Ding, aber diese Alternative oder diese richtige, wie Crisis on Two Earths, das ist zum Beispiel einer, der den ich mega und der hat mir einen Nachtwurm gekauft. Ich zeige ihn euch mal. Hier, genau, nee, Justice League, genau. Hier, Justice League, Krise und zwei Erden, Parallelerde. Mega geiler Film, fantastisch. Genau, oder hier, Justice League Dark, Batman mit John Constantine, Sumpfding und genau. Wollen Sie auch irgendwo, waren Sie mal am Überlegen zu Waffeln? Ja, und wie gesagt, nochmal drauf umzugehen. Also für die Leute kann ich auch nur empfehlen, gibt es immer noch das Aktuellste, was Disney Animated rausgemacht hat. DC Universe Movie ist genau der hier. Genau. The Death of Superman. Ja, genau, den. Der ist fantastisch. Auch der Zeichenstil, sehr geil. Da kommt als nächstes, wie das weitergeht mit der Storyline, wo Superman tot ist mit Superboy und Cyborg Superman Stil und Vindicator, glaube ich, der Vernichter. Den hole ich mir als nächstes. Also, wie gesagt, hat 9,99 € gekostet bei Media und hast du nicht gesehen. Genau. Das wollte ich nur mal am Rande gesagt haben. Also, das für die Leute, die es interessiert. Da sieht man auch Aquaman, also auch für die Leute, die ihn nicht kennen, die halt ihn nur kennen jetzt vom Film. Da taucht er auch auf. Sehr geil. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, noch die ganzen anderen Filme. Aber es war halt schwierig. Ältere Filme zu kriegen, ist wie ältere Platten. Kommt man halt schwer rein. Ja? Wie gesagt, das war mein Filmfazit. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden, habt ihr gemerkt, für mich das. Ich hoffe, es trotzdem hat euch gefallen, wie gesagt. Wenn ihr Zeit habt, jetzt Winterzeit ist ja sowieso, kann man sowieso mal seinen Arsch ins Kino bewegen. Also, schnappt euch eure Liebsten, euren Bruder, eure Schwester, Oma, Opa und was nicht alles. Und schaut euch Aquaman an. Ich kann ihn nur empfehlen. Also, ja. Ja, das war's. Ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen so ein bisschen. Und sonst. Man sieht sich. Genießt die Zeit, bevor es zur Erinnerung wird. Oder, Entschuldigung, Fehler. Genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Bis dann, euer Elektroboy.